In diesem Video soll es um das Mischen von Farben, deren Wirkung und die Erstellung möglicher Farbschemata gehen. All diese Themen sind Bestandteile der allgemeinen Farbenlehre über Farben und ihr theoretischer, aber auch ihr praktischer Hintergrund. All dies ist ein unglaublich komplexes Thema. Schließlich spielt sowohl die Biologie unseres Auges in die Wahrnehmung der Farben hinein, als auch unsere Gefühle und der kulturelle Hintergrund bei der Empfindung für die Bedeutung der Farben. Schließlich wirken Farben einzeln anders wie in Kombination miteinander. Und wäre das nicht schon kompliziert genug, entstehen weitere Unterschiede bei der Herstellung der Farben, sei es durch Malen, durch Darstellung auf Bildschirmen oder durch das Drucken von Farben auf Papier. Hier gehe ich selbstverständlich nur auf einen ganz kleinen Teil ein, nämlich der für das Arbeiten mit Fondant und die Herstellung von Motivtorten interessant ist. Meine Quellen für dieses Thema und Links zu weiterführenden Informationen nenne ich euch unten in der Infobox. Ich habe übrigens auch schon ein Video erstellt, was die Lebensmittelfarben im Speziellen miteinander vergleicht. Auch dazu findet ihr den Link unten in der Infobox. Alle weiteren Infos rund um Motivtorten, Rezepte, Deko-Ideen und so weiter findet ihr wie immer auf meinem Blog Ofenkieker. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und ansonsten hinterlasst mir doch ein Abonnement oder ein Däumchen nach oben oder schreibt mir einen netten Kommentar. Von vielen Herstellern ist Fondant und Blütenpaste inzwischen in diversen Farben erhältlich. Aber nicht immer ist genau der Farbton dabei, den man nun gerne für diese eine Torte hätte. Deswegen kommt man nur selten drum herum, aus bestehenden Farben neue zu mischen. Das Mischen ist sowohl mit fertig gefärbtem Fondant als auch mit Pastenfarbe bzw. selbstgefärbtem Fondant möglich. Die Grundregeln dafür möchte ich euch jetzt zeigen. Rot, Gelb und Blau sind Grundfarben, die durch keine anderen Farben gemischt werden können. Diese Farben müsst ihr also unbedingt in eurem Farbkasten haben. Diese Grundfarben nennt man auch Primärfarben. Mische ich jetzt Rot und Gelb zu gleichen Teilen, entsteht Orange. Aus Gelb und Blau entsteht Grün. Und aus Rot und Blau entsteht schließlich Violett. Diese Farben, also Orange, Grün und Violett, nennt man auch Sekundärfarben. Aber damit ist es natürlich noch nicht getan. Auch diese Farben kann man wieder mischen. Mische ich Sekundärfarben mit ihren jeweiligen Nachbarn, entstehen Tertiärfarben. Zum Beispiel entsteht aus Orange und Rot ein Orange-Rot, aus Orange und Gelb ein Gelb-Orange und so weiter. Einige dieser Farben kann man nun auch anders benennen, Sonnengelb, Grasgrün, Türkis und so weiter. Die Farben kann man natürlich noch viel weiter untereinander mischen, sodass die Farbabstufungen feiner werden. Im Endergebnis entsteht so ein Farbkreis mit allen Farbtönen, die es so gibt. Eine Sache ist noch interessant. Mischt man alle drei Grundfarben zusammen, entsteht ein Schwarz oder eigentlich mehr so eine Art Graubraun in der Praxis, aber im Prinzip entsteht dadurch Schwarz. Diese Farbtöne kann man mit Zumischen von Schwarz, Weiß oder eben auch verschiedenen Grautönen noch weiter verändern. Hier mische ich beispielhaft die Farben auf dem Farbkreis jeweils mit Schwarz nach außen oder Weiß nach innen ab. Aber wie gesagt, man kann auch mit Schwarz und Weiß in Kombination, also mit Grautönen, mischen. Dadurch ändert sich die Helligkeit und die Sättigung der Farben. Die Farbe eines Gegenstandes, die wir wahrnehmen, kann also durch die drei Werte Farbton, Helligkeit und Sättigung beschrieben werden. Rein theoretisch kann man aus den drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau sowie den unbunten Farben Schwarz und Weiß alle Farbtöne mischen. In der Praxis geht das aber, abhängig von den verwendeten Farbstoffen in der Farbe, nicht wirklich gut. Ihr seht hier schon, dass das Violett eigentlich nicht wirklich schön lila ist, sondern mehr so eine Art grau-blau-grimmelig. Deswegen macht es durchaus Sinn, mehr Farben als nur die Grundfarben zu kaufen. Teilweise kann man nur so Fondant in leuchtend reinen Farben färben, teilweise geht es einfach schneller und einfacher. Ihr seht also, so ganz einfach ist es nicht, einen bestimmten Farbton zu erreichen. Es gibt aber eine wunderbare Möglichkeit, dies zu vereinfachen. Und zwar bietet der Hersteller Karma des wirklich hochwertigen Fondants Masaticino auch farbigen Fondant an. Das ist ja nun nicht wirklich was Besonderes, auch andere Hersteller bieten fertig gefärbten Fondant an. Karma hat aber eine Mischtabelle für alle möglichen Farbtöne entwickelt, die mit Masaticino erzeugt werden können. Anhand dessen kann man genau ablesen, wie viel Fondant welcher Farbe gemischt werden muss, um den Wunschfarbton zu erzeugen. Wer nicht in Tabellen blättern möchte, kann die Farben auch interaktiv online im Color Mixing Guide mischen. Das möchte ich euch nun an einem Beispiel zeigen. Hier habe ich den Color Mixing Guide geöffnet, den ihr auf der Seite masaticino.com findet. Klicke ich auf Color Mixing Guide, komme ich zu dem Farbkreis, den wir eigentlich ja schon kennen.
Die Farben, die ungemischt als fertig gefärbter Fondant bereitstehen, sind mit einem Plus gekennzeichnet. Das wären zum Beispiel die Grundfarben Mellow Yellow, Lovely Red und Sailing Blue, aber auch weitere Farbtöne wie Perfect Purple und Grass Green. Alle anderen Farben, die man hier sieht, entstehen durch Mischung dieser Farbtöne. Wenn ich nun zum Beispiel auf diesen Grünton hier klicke, wird mir unten angezeigt, welche Farben ich mischen muss. Nämlich ein Teil Green Grass und zwei Teile Mellow Yellow. Wenn ich hellere oder dunklere Töne davon möchte, kann ich mir diese in dem gezeigten Streifen noch näher anschauen. Für ein Pastellgrün beispielsweise werden noch 24 Teile Bright White hinzugemischt, für ein dunkles Olivgrün noch 3 Teile Pitch Black. Wenn ich meinen Wunschton gefunden habe, kann ich oben auf Save Color klicken. Gehe ich dann auf View My Colors, kann ich mir alle meine gespeicherten Farben nochmal ansehen und dann natürlich den Fondant gemäß den Angaben mischen. Hier habe ich mir jetzt 4 Farbtöne ausgesucht, die mir so gut gefallen. Gerade diese etwas abgedämpften Farbtöne finde ich sehr schwierig zu mischen, deswegen gefällt mir hierfür der Color Mixing Guide besonders gut. Wie man solche zusammenpassenden Farbtöne findet, zeige ich euch später auch noch. Von dem Gelb möchte ich insgesamt 100 Gramm Fondant haben. Nach der Mischanweisung soll ich 6 Teile Mellow Yellow mit einem Teil Chocolate Brown mischen. Insgesamt also 6 plus 1 Teile, also 7 Teile. Deswegen brauche ich dann 6 Siebtel mal 100 Gramm Mellow Yellow, was etwa 86 Gramm ergibt. Dann brauche ich noch 1 Siebtel mal 100 Gramm Chocolate Brown, also etwa 14 Gramm. Die 86 Gramm Gelb und die 14 Gramm Braun ergeben dann wieder meine 100 Gramm. Die beiden Fondantfarben knete ich dann einfach zusammen und erhalte so meinen gewünschten Farbton. Entsprechend rechne ich mir auch die Mengen für das Grün aus. Hier mische ich 6 Gramm Green Grass mit 11 Gramm Mellow Yellow und 3 Gramm Pitch Black, um insgesamt 20 Gramm von diesem grünen Fondant zu erzeugen. Ich finde diese Methode wirklich sehr praktisch und einfach, außerdem ist sie relativ genau und man erhält ziemlich einfach den gewünschten Farbton. Besonders praktisch ist das, wenn man sich mal verkalkuliert hat und von einem Farbton noch mehr Material braucht. Wenn man dann mit der Hand das nachmischen würde, würde man eigentlich fast nie genau den gleichen Farbton erreichen. Mit dieser Methode kann man aber genau den gleichen Farbton nochmals mischen, ohne dass man irgendwie großartig raten oder experimentieren muss. Wichtig ist natürlich, die einzelnen Farbmengen möglichst genau zu berechnen und dann auch abzuwiegen. Je stärker man bei dem Ergebnis rundet und je ungenauer die Waage ist, desto weniger wird die Farbe dem gewünschten Farbton entsprechen. Deswegen empfehle ich euch gerade für kleine Mengen eine Briefwaage zu benutzen. Diese ist nicht teuer und für viele Anwendungen praktisch. Beispielsweise messe ich damit auch gerne die Fondantmengen für meine Figuren ab, damit diese die richtigen Proportionen haben. Bisher haben wir uns ja nur damit beschäftigt, wie man einen einzelnen Farbton erzeugen kann. Interessant ist aber auch, wie dieser auf den Betrachter wirkt. Schließlich verwenden wir bestimmte Farben ja aus einem bestimmten Zweck heraus. Die Wirkung der Farben wird stark durch Kultur, Symbolik und Emotionen beeinflusst. Eine ganz grobe Einteilung kann man erstmal vornehmen, indem man die Farben in kalte und warme Farben einteilt. Rot wird allgemein als warm empfunden, blau dagegen als kalt. Bei Mischfarben sind die Grenzen fließend, grundsätzlich gilt aber, dass hohe Rotanteile zu warmen Farbtönen führen, hohe Blauanteile zu kalten Farbtönen. Aber auch den einzelnen Farbtönen werden verschiedene Bedeutungen zugeschrieben. Rot wird zum Beispiel mit Liebe und Leidenschaft assoziiert, kann aber auch für Gefahr und Kampf stehen. Es kann sowohl stimulierend als auch aktivierend und aggressiv wirken. Gelb wird oft mit Glück, Erfolg und Kraft verbunden, es wirkt auf den Betrachter optimistisch und freundlich. Grün als Farbe der Natur steht für Hoffnung, Ruhe und Entspannung, es wirkt beruhigend. Gleichzeitig kann es aber auch für Gift und Neid stehen. Blau wird meist mit Ruhe und Unendlichkeit verbunden, steht aber auch für Frische. Es wirkt harmonisierend, aber auch kalt. Rosa wird oft mit Romantik assoziiert, Weiß als Farbe für Hochzeiten steht für Unschuld, Reinheit und Vollkommenheit, Schwarz dagegen für Trauer. Für solche Bedeutungen gibt es noch zahllose weitere Beispiele, teilweise widersprechen sie sich in den einzelnen Bedeutungen, gerade bei unterschiedlichen Kulturen. Auf Torten bezogen werden die meisten diese Farbfragen intuitiv entscheiden. Fast jeder wird bei einer Hochzeitstorte sofort an eine weiße Torte denken, vielleicht mit zarten Rosatönen kombiniert. Eine schwarze Hochzeitstorte ist eben aus gutem Grund unüblich. Ebenso wird man bei einer Torte mit einem leidenschaftlichen Motiv eher zu Rottönen greifen wie zu blauen Farben. Eine Torte für Mädchen wird meist in Rosa gestaltet, eine Torte für Jungen dagegen eher in Blau.
Bei der Gestaltung einer Torte greifen wir meist zu mehreren Farben, die miteinander im Wechselspiel stehen. Während bestimmte Farbkombinationen harmonisch wirken, scheinen sich andere zu beißen. Oft ist, wie schon gesagt, durch das Motiv selbst eine bestimmte Farbe vorgegeben. Zum Beispiel wird man einen Löwen wohl immer in braun, gelb und orangen Farben halten, einfach weil ein Löwe nun mal diese Farbe hat. Bei der Wahl des Hintergrundes ist man aber dann freier und kann mit Farben unterschiedliche Wirkungen erzielen. Ich habe mich hier für ein dunkles Grün entschieden, weil es einen schönen Kontrast zum hellen Orange bildet. Gleichzeitig ist es aber so dunkel, dass es nicht vom Löwen ablenkt. Bei Torten mit eher abstrakten Mustern, Torten mit Rüschen oder Torten mit Blumen sind die Farben sogar dagegen komplett frei wählbar. Um für solche Gelegenheiten eine schöne Farbzusammenstellung zu wählen, kann man ein tolles Online-Tool zum Erstellen von Farbschemata nutzen. Hier sehen wir wieder unseren Farbkreis. Bewege ich den Punkt durch Ziehen mit der Maus auf dem Kreis umher, kann ich den gewünschten Farbton auswählen. Hier entscheide ich mich mal für meine Lieblingsfarbe Blaugrün. Wie ich ja schon zu Beginn des Videos gezeigt habe, kann man die Farbe durch Zumischen von Schwarz oder Weiß weiter verändern. Dies ist hier in der Mitte dargestellt. Ich schiebe den Punkt also so zurecht, bis ich ein schönes, helles Türkis erzeugt habe. Rechts im Fenster sieht man jetzt schon ein mögliches Farbschema, nämlich das sogenannte monochromatische. Dabei werden verschiedene Schattierungen von einem Farbton verwendet, also von ziemlich hell bis ziemlich dunkel. Wenn ich den Abstand zwischen den Schattierungen ändern möchte, kann ich das wieder im Kreis links machen. Dazu ziehe ich einfach die Punkte weiter zusammen oder auseinander. Zusätzlich kann ich auch noch die Richtung ändern. Man kann also einfach ein bisschen rumspielen, bis man eine schöne Kombination gefunden hat. Wie mischt man nun solche Farbschattierungen einfach? Ich beginne damit, aus Blau und Türkis meine Startfarbe zu mischen. Nach und nach füge ich jeweils mehr Farbe hinzu, bis der Farbton der gewünschten Farbe ähnelt. Dann mische ich von dieser Farbe kleine Portionen in weißen Fondant, um die helleren Farbtöne zu erzeugen. Es ist viel einfacher, von Fondant eine kleine Menge abzunehmen und diesen in weißen Fondant zu mischen, als zu versuchen, die Schattierungen wieder mit neuen Farben zu erzeugen. Einmal verändert sich leicht das Mischverhältnis zwischen Türkis und Blau, zum anderen braucht man nur sehr, sehr wenig Farbe, um einen schönen Pastellton zu erzeugen, und da verkalkuliert man sich oft und nimmt dann zu viel Farbe. So mische ich mir vier Schattierungen eines Farbtons. Auf mich wirkt so ein monochromatisches Farbschema sehr harmonisch, vielleicht aber auch fast schon ein bisschen langweilig. Also wieder zurück zu unserem Farbschema-Tool. Um mehrere Farbtöne zu kombinieren, kann man links das Symbol mit den drei Markierungen auswählen. Nun werden von der Startfarbe aus zwei weitere Farben links und rechts mit demselben Abstand angezeigt. Solche benachbarten Farben wirken ebenfalls sehr harmonisch. Auch hier werden mir verschiedene Schattierungen der einzelnen Farbtöne vorgeschlagen, sodass ich ein insgesamt dunkleres oder helleres Schema erzeugen kann. Klicke ich auf eine der Schattierungen, kann ich diese als Startpunkt mit Apply as Base Color festlegen. Gefällt mir die Änderung nicht, kann ich den Schritt oben mit Undo wieder rückgängig machen. So spiele ich noch ein bisschen rum, bis ich mein Farbschema gefunden habe. Ihr seht es hier als zweites in der Reihe auf dem ausgedruckten Papier. Um das zu mischen, beginne ich wieder mit meiner Startfarbe, dem Türkisblau. Für das Blau-Lila mische ich etwas Violett mit Blau. In diesem Fall habe ich mal Glück und habe die Farbe sofort gefunden. Für das Grün färbe ich weißen Fondant mit grüner Farbe ein. Ich ergänze auch ein bisschen Türkis, da das Grün ein bisschen ins Blaue spielt, finde ich. Wie man sieht, ist diese Farbe noch viel zu knallig. Um die Harmonie von benachbarten Farben zu erzeugen, gibt es einen sehr einfachen Trick. Und zwar kann man einfach kleine Mengen Fondant austauschen und so zwei Farbtöne miteinander mischen. Hier mische ich also ein bisschen von meinem Blau-Violett in das Grün ein. Schon werden die Farbtöne aneinander angeglichen und der Farbton passt sehr gut. Solche Farbschemata mit drei benachbarten Farben haben schon ein bisschen mehr Farbe, wirken aber trotzdem noch sehr harmonisch. Auch diese können manchmal ein bisschen langweilig wirken. An dieser Stelle möchte ich kurz auf den Begriff Komplementärfarbe eingehen. Wähle ich eine Farbe aus, kann ich hier mit dem Klick auf Add Complementary die Komplementärfarbe hinzufügen.
Diese liegt der Startfarbe auf dem Farbkreis genau gegenüber. Solche Kombinationen aus der Farbe und ihrer Komplementärfarbe werden meist als sehr knallig empfunden. Man nennt dies auch Komplementärkontrast. Orange und Gelb mische ich dieses Mal zur Komplementärfarbe. Ich taste mich dabei langsam heran, bis die Farbe stimmt. Hier sieht man nochmal das Türkis mit seiner Komplementärfarbe, dem Orange. Wie schon gesagt, diese Farbkombination wirkt sehr knallig, leuchtend und bunt. Mit der Komplementärfarbe arbeitet auch das nächste Farbschema, nämlich die Triade. Dabei werden von der Startfarbe aus zwei Farben ausgewählt, die benachbart zur Komplementärfarbe liegen. Mein Türkisblau habe ich ja schon. Mit Hilfe der sonnengelben Farbe mische ich mein helles Orange, mit Erdbeerrot und etwas von dem Gelb mische ich das helle Rot. Da auch diese beiden Farben benachbart sind, kann ich auch hier jeweils ein kleines Stück Fondant austauschen und untermischen. Nur von dem Türkisblau darf ich nichts untermischen, da die Farben sonst dumpfer bis braun werden würden. Das Ergebnis ist nicht ganz so knallig wie die Kombination aus Farbe und Komplementärfarbe allein, es wirkt aber auch nicht so langweilig wie benachbarte Farben. Die Triade ist eine schöne Möglichkeit, ein lebendiges, nicht zu buntes Farbschema zu erzeugen. Sehr ähnlich funktioniert auch die Tetrade, bei der zur Startfarbe und deren benachbarten Farbe jeweils die Komplementärfarbe hinzugefügt wird. Die Farben dafür habe ich alle bereits mit den vorherigen Farbschemata gemischt. Ich benutze also das Blau-Lila, das helle und das dunkle Orange einfach wieder. Auch dieses Farbschema wirkt auf mich sehr schön leuchtend und bunt. Es wirkt auf mich allerdings ein bisschen ausgeglichener als die Triade, weil jeweils zwei benachbarte Farbtöne verwendet werden. Dadurch sind die Mengenverhältnisse irgendwie ähnlicher. Sowohl bei der Triade als auch bei der Tetrade kann ich den Abstand der jeweils benachbarten Farben ändern. Dadurch entstehen wieder andere Farbschemata mit anderer Wirkung. Durch einen größeren Abstand der benachbarten Farben wirkt die Kombination bunter, durch einen geringeren Abstand eher harmonischer. Zu guter Letzt kann man natürlich auch farbenfrei kombinieren. Klicke ich hier auf dieses kleine Zahnradsymbol, kann ich mit gedrückter Shift-Taste die Punkte komplett frei verschieben. Einige Kombinationen wirken auf mich schön, andere beißen sich in meinen Augen. Auch diese Methode ist eine gute Möglichkeit, einfach mal die Kombinationen verschiedener Farben auszuprobieren. Eine Variante davon ist das sogenannte polychromatische Farbschema, bei dem viele verschiedene Farben verwendet werden. Damit die Kombination nicht zu bunt wirkt, braucht es ein passendes Motiv. Bei dieser Winnie-Pooh-Torte wirken die vielen Farben sehr fröhlich, gleichzeitig schafft der Regenbogen ein bisschen Ordnung und verbindet alle Elemente. Auch die große grüne Fläche der Wiese gibt der Torte etwas Ruhe, ohne die Fröhlichkeit der Farben zu sehr zu dämpfen. Übrigens kann man das Tool zum Erstellen von Farbschemata auch wunderbar mit dem Color Mixing Guide von Masaticino kombinieren. Dazu habe ich eine Browsererweiterung installiert, mit der ich Farben auf dem Bildschirm bestimmen und speichern kann. Je nachdem, welchen Browser ihr verwendet, gibt es unterschiedliche Tools. Unter dem Suchbegriff Color Picker solltet ihr allerdings was Passendes finden. Jedenfalls klicke ich nun mit der Pipette auf eine der Farben aus dem Color Mixing Guide, die ich als Startpunkt verwenden möchte. Dank des Tools ist die Farbe nun erkannt und gespeichert. Im Color Scheme Designer kann ich nun hier links in der Ecke die Farbe als Code einfügen. Nun suche ich mir mein Farbschema aus. Dann gehe ich wieder zurück zum Color Mixing Guide und suche dort möglichst ähnliche Farben aus. Je nach Farbschema geht das nicht immer ganz haargenau, aber mit ein bisschen Rumspielen und Probieren kann man sehr schöne Kombinationen mit deren exakten Mischanweisungen finden. Schließlich beeinflussen sich nicht nur die Farben gegeneinander, auch die jeweilige Menge der Farbe verändert die Wirkung. Kleine Akzente der Komplementärfarbe können Highlights setzen, während jeweils große Flächen leicht zu bunt wirken. Gleichzeitig gehen kleine Farbflächen einer benachbarten Farbe in der Wirkung fast unter, während größere Flächen sich harmonisch ergänzen. Auch über Kontraste der Helligkeit können bestimmte Farben und damit auch Motive betont werden. Bei dieser Torte ergibt die schwarze Ballerina auf dem sonst sehr hellen Hintergrund einen starken Kontrast, sodass der Blick sofort auf die Ballerina fällt. Ebenso leuchtet das helle Orange des Löwen schön auf dem dunkelgrünen Hintergrund, sodass der Löwe im Vordergrund steht. All dies zu beschreiben führt an dieser Stelle zu weit und ist aus meiner Sicht auch nicht mehr zweckmäßig. Mit ein wenig Ausprobieren und Mut zu Experimenten kann man recht gut ein Gefühl für Farben entwickeln. Ein wirklich sehr gutes Buch zu diesem Thema ist das Buch Color Fit Tortendesign von Lindy Smith.
Dieses Buch geht auf alles, was ich hier in dem Video gesagt habe, auch nochmal so mehr oder weniger ein und ergänzt das noch in wunderschöne Anleitungen für Torten, die auch jeweils genauer beschreiben, warum diese Farben ausgewählt wurden und wie bestimmte Farbkombinationen wirken. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Video einen kleinen Schritt dazu beigetragen hat, das Verständnis für Farben, das Mischen von Farben, verschiedenen Farbkombinationen und deren Bedeutung zu verstehen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen nach oben und ansonsten könnt ihr mir auch gerne bei Fragen oder sonstigen Anmerkungen einen Kommentar hinterlassen.